Guten Tag, Mustafa Közertürk von der Firma Below Software. Ich habe hier die Version BriefScout V24 installiert und habe einen Punktwolkenausschnitt. Dieser ist im HSBC-Modus aufgenommen und verarbeitet. Den Bereich, kompletten Bereich habe ich halt etwas ausgedünnt und habe mich halt nur hierauf konzentriert. Und hier schauen wir uns die Funktion an in der V24. Und wenn wir hier zum Beispiel mal uns angucken im Point Cloud Manager, wir haben hier eigentlich gar keine Region und wir haben ja auch keine Klassen definiert. Und diese Funktion Point Cloud Classify soll jetzt automatisch für uns erkennen, um was für Punktwolken es sich handelt und diese dann in entsprechende Klassen zuweisen. Point Cloud, Cloud Classify. Hier gibt es verschiedene Optionen. Man kann sagen Indoor Basic oder Full oder man kann hier auch dann sagen Outdoor. Wir sind ja draußen und dann gehe ich hier Outdoor und dann lasse ich den mal rechnen. So, das hat jetzt etwa 4 bis 5 Minuten gedauert und wenn ich jetzt hergehe und hier diese Klassifizierung aufklappe, dann sehen wir, dass er hier einige Sachen nicht hat klassifizieren können. Da können wir auf das Auge klicken. Das ist gut, dass da nicht sehr viel verschwindet. Warum? Er muss also die anderen Elemente klassifizieren können. Building, das ist doch cool, oder? Dann hat er sofort hier alles, was zum Gebäude gehört, hat er mutmaßlich natürlich, das ist aber trotzdem eine Riesenhilfe, ja, hat er hier entsprechend rausgenommen. Und dann gucken wir nochmal nach Noise Outdoor, das sind so irgendwelche Unschärfen, glaube ich, oder Spiegelung. Vegetation, das ist doch cool, oder? Dann sind sofort hier die Bäume weg. Okay, das ist das hier. Paved. Paved Terrain. Okay, gucken wir nochmal. Ja. Schalten wir das auch nochmal weg. Das ist der Unterschied. Das ist dann nur noch Natural Terrain. Paved. Sind dann diese Elemente. Aber für uns, die dann entsprechend außerhalb irgendwie hier ganz schnell ermitteln wollen, okay, wie sieht das Gelände dort aus, ist das eine tolle, tolle, tolle Funktion. Ja, das soll es als kleine gemeinsame Unboxing dieser tollen neuen Funktion für die Punktwolkenklassifizierung sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal.